Was geht YouTube? Hier ist mal wieder der Nerd. Season 2 ist da. Die Server stehen wieder zur Verfügung. Und die Händler haben mal wieder neue Ware bekommen. Wir haben hier bei dem weißen Haus, bei dem Händler, der hat die Scheiß-Egal-Weste. Die hat schon Sprengsatzwiderstand drin und Schaden durch kritische Treffer. Wer da Interesse dran hat, kann natürlich sich das Ding hier holen. Dann haben wir hier noch die Fall mit dem Max Kopfschussschaden als drittes Attribut. Schaden gegen ungedeckte Ziele ist eher das, was man sich eigentlich in einem Set wünscht, beziehungsweise bei einem Sturmgewehr wünscht. Falls ihr da, wie gesagt, auf Kopfschussschaden ein Set baut oder was auch immer, könnt ihr hier kaufen und in die Bibliothek implementieren oder in der Bibliothek speichern. In die Bibliothek speichern, würde ich sagen. So, wir sind jetzt bei dem Clanhändler. Der Clanhändler hat hier Heartbreaker Knieschoner mit maximalen Rüstungswert. Falls ihr das auch nicht habt, könnt ihr euch kaufen und in der Bibliothek abspeichern. Und falls ihr die Heartbreaker Knieschoner nicht mit meinem maximalen Rüstungswert habt, hier, bitteschön, wie gesagt, kaufen und bei euch im Set mit verbauen. So, der Countdown-Händler hat Gebet des Fuchses. Sumpfkette und unsichtbare Hand sind nicht wirklich interessant, aber Gebet des Fuchses ist in meinen Augen ein Must-Have in einem Damage-Bild und hier leider mit Statuseffekte. Falls ihr so etwas nicht habt, könnt ihr hier kaufen und unten Chance oder Schaden draufrollen, also Crit-Chance oder Schaden durch Crit-Treffer draufrollen, je nachdem, was ihr bei euch im Bild braucht. So, jetzt bin ich bei dem Händler in der Darkzone South, also in der südlichen Darkzone, die untere Darkzone. Der hat hier angepasste TDI. TDI muss ich mal an Turbo Diesel immer denken. TDI Card. Auch ein seltenes Objekt, weil es was eher so selten zu kaufen gibt. Falls ihr da hinterher seid, hier könnt ihr euch das Ding holen, und bei den Händlern gibt es mittlerweile exotische Behälter. Wer die natürlich braucht, kann die hier für die Darkzone-Währung kaufen. Wahrscheinlich die PvP-Player, die permanent in der Darkzone sind, können sich die Dinger hier kaufen und dann exotische Komponente damit. Also mit der Währung, so wie ich das jetzt habe, 584, und mit dieser Darkzone-Währung kann man sich dann dementsprechend die Behälter kaufen, und dann exotische Komponente so gesehen farmen. So, jetzt bin ich im Theater und der hat wirklich nichts Interessantes, aber es gibt hier Widerstand gegen Brand. Vielleicht gibt es manche unter euch, die solche Mods gar nicht haben und die dann dringend brauchen, weil in dieser Season definitiv viel sich ums Brand drehen wird. Hier könnt ihr euch das Ding kaufen und in eurem Set verbauen. Und so sieht der Season Pass aus. Und zwar, die interessanten Sachen fangen ja meistens immer hinten an. Da blättern wir einmal kurz durch. Der Rest sind die Manhunts, genau, das haben wir schon hinter uns, bla bla bla. So, einmal zack, zack, hin und her. So, dann da. Level 85 gibt es den Sammler, exotische Brustpanzer. Dann die blaue Pause dazu. Dann gibt das die eiserne Lunge, das exotische LMG gibt es. Und ab, warte mal, wo war das denn? Hier, nach und nach kann man auch davor, bei den letzteren Levels, 89 zum Beispiel, haben wir hier die Hose zu dem Hunter-Outfit. Fängt das hier an. So, das ist jetzt der Halstuch von dem Hunter-Outfit. Dafür müsste man aber, wie gesagt, den unteren Bereich, dafür müsste man Geld bezahlen. Ich werde es mir ja später holen. Definitiv. So, und das, genau, da sind die Schuhe und am Level 100 gibt es die Maske. Ganz okay. Wer es haben will, sollte auf jeden Fall Geld investieren, 10 Euro. Ich würde es auf jeden Fall machen. Und dann haben wir natürlich die neue Fahndung. So, wie ihr sehen könnt, das ist unser Endgegner. Die Belohnung, die Aufnäher, sieht auch eigentlich ziemlich gut aus. Also ich mag den Aufnäher, das ist cool. Aber ob das jetzt dementsprechend nur der Aufnäher sein wird, bleibt abzuwarten. Dann haben wir einen neuen Modus bekommen, also unsere Incursion. Das ist verlorenes Signal.
Verlorenes Signal, sage ich schon. Das sieht genauso wie verlorenes Signal in Division 9. Verlorenes Paradies. Das ist auch nichts Besseres eingefallen als ich. Verlorenes Signal. Ja, verlorenes Paradies. Das ist der neue Modus, also beziehungsweise diese Mission Incursion, wie auch immer man das nennen möchte, ist jetzt auch neu in der Season. Ja, das war's zu den Neuigkeiten, zu den Händlern. Ich hoffe, ihr werdet euren Spaß haben. Wir werden heute Abend dazu kommen, es anzuspielen und in den neuen, wie gesagt, diese Incursions dann anspielen und den Übergriff in Incursion, warum immer auf Englisch Incursion, Übergriff spielen und werden auf jeden Fall live sein, falls ihr da Bock drauf habt. Heute Abend ab 20 Uhr sind wir für euch da. Alles klar, das war's an dieser Stelle, Leute. Haut rein. Ciao, ciao. Achtung, wenn jemand da draußen ist, wenn jemand das hört, hier spricht Mackenzie Merritt. Das Merritt-Anwesen wird angegriffen. Die Cleaners sind auf dem Anwesen. Die haben genug Benzin, um hier alles niederzubrennen. Wir verstecken uns an einem sicheren Ort, aber wir halten nicht ewig durch. Wir brauchen Hilfe. Die Security verschafft uns Zeit, aber wir haben Kinder und Verletzte. Wir sitzen hier fest. Wenn das jemand hört, wir brauchen Hilfe. Wir können die Cleaners nicht abwehren, wir sind einfache Leute. Agents, wenn sie da sind, bitte, wir brauchen die Division. Wir schicken Ihnen ein Heli, wenn Sie fertig sind. Wir konnten Agent Barkers nicht habhaft werden. Wir wissen nicht, was Sie erwartet. Deshalb hat Bell Sie vor den Gärten abgesetzt. Ihre Mission ist klar. Finden Sie einen Weg auf das Gelände, um es zu sichern. Feinde erkannt. Vorsicht, Agent. Da sind Cleaners. Schalten Sie sie aus und sichern Sie den Garten.